So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Retro Final Fantasy 7. Wir sind hier letztes Mal durch die Decke gekracht und wohl in diesem Beet gelandet. Also wir haben den Reaktor gesprengt und sind gefallen. So treffen wir uns also wieder. Ach ja, die Dame hat uns wohl geweckt, aber irgendeine Stimme hat uns noch irgendwie von damals irgendwas erzählt. Ich weiß auch nicht so hundertprozentig, was es bedeutet hat. Erinnerst du dich an mich? Natürlich. Ja, ich weiß, du bist doch... Oh, du bist die Säuferin aus den Slums. Nee, wir sind ehrlich. Du hast Blumen verkauft. Oh, du erinnerst dich an mich? Danke, dass du die Blume gekauft hast. Sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia. Aber meine ist das Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt? Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Von mir aus? Wart mal kurz. Ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Hä? Was eine Strecke. Trinke ich nochmal ein bisschen Tee. Ich dachte, sie macht was Bestimmtes und nein, wir können uns jetzt einfach nur wieder bewegen. Das hätten wir uns auch sagen können. Kommt noch was? Einen Moment noch. Oh! Da fällt mir was ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße... Ach, die kriegen wir jetzt auch in die Gruppe. Aeris, okay. Aeris. Ich sag mal Aeris. Wir bleiben beim Standardnamen, wie wir es bei den anderen ja auch schon gemacht haben. Ja, Aeris. Ich bin Aeris, das Blumenmädchen. Freut mich. Mein Name ist Cloud. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle? Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Was ist so lustig? Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Wer sind dies? Guten Tag, werter Herr, kann ich sprechen? Cloud, nicht beachten! Hä? Ich bin aber gespannt, wer das sein soll. Guten Tag, werter Herr, kann ich Ihnen helfen? Mach dir keine Gedanken. Ja gut, wenn er nicht reden möchte. Sag mal, Cloud, machst du auch Leibwächter? Du benimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir ja weg, bring mich nach Hause. Okay, mach ich, aber es wird dich einiges kosten. Also, mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Süß ist sie ja. Puh. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Egal. Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne. Diese Uniform. Hey Schwester, was ist das für einer? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden.
Keine Kämpfe, ihr zertrampelt die Blumen. Wir stürzen aus 50 Meter Höhe und höher da drauf. Nichts passiert und wir dürfen nicht drauf rumtrampeln. Der Ausgang ist da hinten. Okay, jetzt haben wir wohl Ares in der Gruppe, was auch immer die kann. Was Reno angeht. Das waren Marco-Augen. Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit, beeilt euch. Sieht ein bisschen aus wie Master Yi aus League of Legends, die da hinten. Außer die Farbgebung. Ah. Und tretet nicht auf die Blumen. Hey Reno, du bist gerade drauf getreten. Na gut, konnte ich nicht alle vorlesen. Wer begegnet uns denn hier und was kann Ares? Ach, wie putzig. Ares hat keine Materia-Fähigkeiten, kann aber angreifen und kämpfen mit dem Stab. Okay. Sie macht jetzt nicht so viel Schaden, aber besser als nichts. Na gut, sie ist Level 5, sie hängt jetzt ein bisschen hinterher. Cloud wird sie mal ein bisschen ziehen, sag ich mal. Ne, hier geht's nicht lang, das heißt, wir müssen hier... Ach so! Das muss einem auch mal gesagt werden. Da sind sie, dort drüben. Dieser Erino. Cloud, schau nur. Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was wollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Hopp. Ares, hier entlang. Sieht nicht so aus, als könnte sie so weit springen. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Ist gut, lass keinen durchkommen. Sie darf nicht entkommen. Angriff, los, auf sie. Ah! Ares! Meint ihr, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Ah, sie ist da unten. Cloud, Hilfe! Ah, Dreck. Verdammt! Was ist das? Ares, lauf! Ich versuch's. Gut, wir können hier wohl tatsächlich irgendwas machen mit den Fässern. Ist ein Fass, wenn ich es herunterstoßen könnte. Ah! Cloud, Hilfe! Halt durch, sage ich dann diesmal. Ist ein Fass, wenn ich das Fass verschieben? Ja. Okay, in dem Fall relativ sinnlos. Oh, Cloud, was machst du? Ares muss jetzt alleine gegen den kämpfen. Hoffen wir das... Was? Ja gut, sie machen nicht viel Schaden, die Gegner, aber... Wenn sie überhaupt treffen. Aber Ares ist jetzt auch nicht gerade der Damage-Dealer vor dem Herrn. Das muss ja eine faire Chance geben. Wobei, Spiele waren früher gemeiner. Dann, ja gut, ich kann ja nur auf Angriff oder Objekt tippen. Deshalb gieße ich mir in der Zeit schon mal wieder etwas Tee ein. Ja, schön, dass die Zeitleiste auch erstmal voll werden muss. Und ihre Limitleiste wird absolut nicht voll. Die steigt gar nicht, habe ich das Gefühl. Ja gut, aber sie kommt klar. So ein wenig rühren.
Ja, so ein Tee ist doch immer gut für die Stimme. Speziell mit so ein bisschen Honig drin. Und immerhin haben wir einen Trank bekommen. Okay, das Fass an der Stelle müsste ich irgendwie verschieben können. So. Und wenn ich das Fass nehme, müsste es eigentlich... So. Cloud, Hilfe! Ach nee, jetzt da hinten. Lauf! Ich versuch's. Okay, dann müsste ich jetzt mit... Nein, jetzt werde ich allein mit Cloud auch noch angegriffen. Und boah, die lästigen Viecher. Warum habe ich nichts mit Flächenschaden? Ich meine, ich hau dir doch mit einem Schlag platt, aber... Oh, Feuer. Wie böse. 27 Schaden? Hallo? Limit voll. Ja gut, komm. Wutattacke. Foyer. So, Mutattacke, Special Move, jetzt! Huiuiui. 143 Schaden, der absolute Overkill bei denen. Na, wir sind sie ja trotzdem. So. Wieso kann er es nicht runterstoßen? Ah, Aeris ist da. Aeris, hier entlang. Okay, hier geht's raus. Perfekt. Ich würde sagen, wir sind was. Wie groß sind die im Verhältnis zum Gebäude? Hallo! Puh, die suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Hm? Das waren Turks. Jetzt muss ich gerade an Scrubs denken. Hm? Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Die suchen nur? So brutal wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen sie auch aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also dann, gehen wir. Achso, der bewegt sich automatisch. Der springt so durch die Gegend. Warte, ich habe gesagt, du sollst warten. Die kommen nicht gut hinterher. Na gut, sie ist nur ein klotzig gemachtes Blumenmädchen. Puh. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. Du, Cloud, du warst doch mal ein Soldier. Hm. Früher mal. Wie kommst du darauf? Deine Augen. Sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Ach, jetzt geht's hier runter. Wer ist denn dich? Wir haben Sombrero oder sowas. Hopp. Hopp. Ich dachte kurz, sie legt sich aufs Maul. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Ich wollte eigentlich hier lang schauen. Da ist doch jetzt dieser Typ mit dem Hut lang gegangen und,
Wo bin ich? Ach so, man geht nur zurück. Okay. Das soll wohl nur dem Zirk zeigen. Ah, ein Speicherpunkt. Gut, dann würde ich sagen, hier möchte ich dann auch erstmal speichern und die Aufnahme beenden. Habe jetzt ein bisschen aufgenommen und ich wollte, ehrlich gesagt, nicht zu viel verschnupft aufnehmen. Ja, dafür muss ich erstmal im Menü natürlich speichern wählen, das ist wahr. Aber mich wundert, ehrlich gesagt, dass Aeris, ich weiß nicht, ich muss mir Aeris erstmal ansehen, einfach. Ausrüsten, kann ich die irgendwie ausrüsten? Wir haben ja was gefunden, fällt mir so gerade ein. Was hat Aeris? Schutzstab und Bronzereif. Der Titanreif ist hart im Verhältnis zu dem, was sie hat, aber ich denke, das gebe ich persönlich lieber Cloud. Hoppla, falsch. So. Ausrüsten. Statt Eisenreif dann der Titanreif. Und ich möchte jetzt Aeris dann den Eisenreif geben. Gut, habe ich Materia, fällt mir so gerade ein. Genesung. Komm, kommt in ihren Schutzstab. Hat sie wenigstens einen Zauber. Ich schaue mir mal die Werte an. Das Stärkste, was sie hat, ist Gemüt. Ja, toll. Ich weiß ja jetzt nicht ganz genau, was das heißt. Ach, wir können die Reihenfolge umdrehen. Ach ja, stimmt, ich wollte ja speichern. So, Spielstand 1 mal wieder. Überprüfe die Spielstandsdatei. So, und dann kann ich jetzt hier einmal wirklich speichern, genau. Und dann möchte ich sagen, hoffe ich, dass ihr Spaß am Let's Play weiter habt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Final Fantasy 7. Ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio!